Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen OMSI 2 Let's Play. Auf dem Gumpel HD Kanal und ich dachte mir, lass uns doch einfach mal Bus-Simulator spielen, warum nicht? Ist doch eigentlich ganz nice. Und wir fahren jetzt eine Tour von Drehenbach, alte Siedlung, nach Lemmental, also zum Lemmental Hauptbahnhof oder zu Lemmental Altstadt, ja. Und ich würde sagen, dann fahren wir auch mal direkt los, ne? Will er noch mitfahren oder hat er nicht mehr so Lust? Ich weiß jetzt nicht. Wir fahren jetzt. So. Einmal hier rum. Oh, da kommt direkt ein Auto. Wir lassen uns jetzt mit. Fängt ja schon wieder ganz... Oh Gott, das war ja schon wieder knapp. Fängt natürlich jetzt ganz viel Adrenalin an. Da haben wir doch schon direkt die nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Triebach-Neuengasse. Da möchte auch jemand einsteigen. Guten Tag. Treten Sie doch ein. Müssen wir jetzt rechts rum aufpassen, dass er uns nicht mitnimmt, hier der Mercedes. Nächste Haltestelle, Triebach-Neuengasse. Okay. Boah. Nicht wundern, oben die rote Schrift, falls ihr das nicht lesen könnt. Das muss so sein. Nächste Haltestelle, Aldener See am Wasserwerk. Dann kann ich sehen, wie viel Verspätung wir haben oder wie weit wir zu früh sind oder sowas. Übrigens, falls es jemand interessiert, wir fahren in einen Scania-Bus. Und wir müssen mal gucken, ob hier denn jemand einsteigen möchte. Ja, zwei junge Damen. Dann lassen wir sie doch mal gerne rein. Und schönen Bus. Hoffentlich machen sie auch hier nichts dreckig. Ja. Haribert schaut sich das Ganze lieber vom Stehen an, wie ich hier fahre. Gut, soll er machen. Alles rum. Nächste Haltestelle, Aldener See, Gaststätte. Ich darf hier mal einsteigen. Lass mal da nochmal so ein Harry rein. Die stehen wohl lieber, sagen sie, als sitzen. Ah, sitzen meinen sie, ist nicht so. Naja. So, wir sind momentan, ja gut, ne, ungefähr eine Minute zu früh, können wir halt ein bisschen langsamer fahren, aber ja, wir wollen ja nicht auch kriechen, wir wollen ja keinen Verkehr aufhalten. Wenn hinter uns staut sich schon so ein bisschen, ja, geht. Schon direkt für die nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Weppen Dorfplatz. Dorfplatz. Hinter uns sind zwei Autos. Okay, es ist noch vertragbar. So, hier kommt jetzt eine Kurve.
gucken, dass wir ausholen können in unser Gelenk. Schwenken ein bisschen aus. Ein bisschen in die Kurve rein. Jo, passt. Hier auch gucken, dass keiner kommt. Auf die nächste Haltestelle wenden. Nächste Haltestelle. Wir steigen noch ein paar Leute ein. Kurz von außen zeigen. Hier sieht doch schön aus, ne? Schöner Scania. Will die Frau auch noch mit? Wie es aussieht, schon, ne? Oder? Ne, die hat keinen Bock. Die geht lieber wieder. Ich dachte, ich noch Bremsleuchten an. Das ist, da ist aber nur. Es. Nee. Gut, ich dachte gerade, ich stehe irgendwo noch auf der Bremse, aber. Das sah dann nur aus, so aus. Eine optische Täuschung. Nächste Haltestelle: Happenfeld. Feld. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich habe immer so ein bisschen Sorge um den Bus, weil der Verkehr hier einfach irgendwie ein bisschen fährt, wie er will. Dann ist es natürlich auch so, wenn man hier irgendwo gegenfährt mit dem Bus, dann wollen auch die Leute aussteigen. Das finden die dann alle nicht so toll. Die Ampel ist noch grün. Es ist so rot, ja schön. Ja, guten Tag. Steigen Sie ruhig ein. Immer so ein bisschen nach vorne. Stehen auch noch welche an der Haltestelle. Müssen wir jetzt warten, bis wir hier grün haben. Kommt es irgendwie so vor, als ob ich mit irgendwas auf der Bremse stehe? Ich weiß aber nicht mit was. Tsch. Ganze Luft hier am Schnaufen vom Scania. Da kommt noch ein Scania LKW. Oder hinten haben die jetzt auch rot, oder ist das einfach nur der Bus, der eine Haltestelle hat? Ne, da haben die auch rot. Okay, gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt losfahren, jo. Da sind wir eigentlich gerade genau pünktlich. Ne, wir sind gar nicht pünktlich. Wir sind eine knappe Minute zu spät. Guten Tag. Boah, die Hupe, da denkst du ja, wow, die Hupe. Nächste Haltestelle. Alte Stahlwerke. Oh, wir müssen hier rein. Kein Problem für uns. Möchte jemand einsteigen? Bitte einmal einsteigen. Ticket hat er gezogen, sagt er. Läuft. Sind wir hier rechts, ne? Ja, da zeigt der Fall nach rechts. Wenn sowieso eine Sackgasse. So. Und Haltewunsch, wow. Dann hier langsam über die Gleise. Ausgestiegen gar nicht, oder? Ja.
hat sich wohl jemand vielleicht verdrückt. Kann ja auch sein. Kann ja mal passieren. Und da hinten haben wir vielleicht wieder eine rote Ampel. Oh ne, jetzt ist cool. Nächste Haltestelle, Unterheit Vinyls. Machen wir Amplingerlage an, weil wir jetzt ja mitten auf der Fahrbahn stehen. Kann man das, finde ich, schon mal machen. Oder halten wir noch den ganzen Verkehr auf der Straße auf. Oh, jetzt haben wir wieder einen Haltestellenwunsch. Oder einen Haltewunsch. Nächste Haltestelle, Unterheit Kirche. Ah doch, jetzt sind da welche ausgestiegen. Wir müssen jetzt hier links, wenn ich das richtig sehe. Jo. Fußgänger haben schon mal rot. Dann müssen wir gleich eigentlich grün bekommen. Jo, da ist grün. Dann lassen wir die hier noch vor. Anders können wir es ja eigentlich gar nicht machen. Müssen ja. Oh, knapp, finde ich. Jetzt können wir wieder Gas geben hier. Oh ne, da kommt die Kurve. Nächste Haltestelle, Unterheit. Da kommt eine Kurve. Unterheit, hier möchte jemand einsteigen. Dann steigen Sie mal ein. Wir haben 19 Grad im Bus, ich finde das reicht. Ist uns allzu warm, wenn du mit Jacke reingehst. Da kommt ein LKW auf uns zu. Nächste Haltestelle, Oberheit, Gerunder Weg, Webergasse. So, jetzt müssen wir links abbiegen, meine ich. Ja, wir müssen links. Ach, hier ist ein Stoppschild. Ja, das müssen wir erstmal halten. Das sind ja ganz vorschriftmäßig. Okay. Wir jetzt hier einmal links rum. Leute haben wir denn eigentlich in der Zeit im Bus? Gucken wir mal rein. Ja, wir haben echt eine schöne Hintergrundtapete, muss ich ja schon echt sagen. Schon so ein paar Leute. Ups. Wenn man einmal nicht aufpasst, dann hat man gleich ein Auto mitgenommen. Gut.
Ich würde mal sagen, das ging mal komplett nach hinten los. Oh Mann. Entschuldigung. Ist natürlich wirklich sehr leid. Wir fahren dann mal, ne? So viel zum Thema. Wir halten uns an die Regeln. So. Es ist nie was passiert. Außer, dass alle Leute jetzt aus dem Bus aussteigen, ist sonst nichts passiert. Nächste Haltestelle. Wenigstens drei Leute wieder ein. Das kann ich nicht. So. Ja. Habe ich gerade noch eben davon gesprochen, wie voll unser Bus wird. Und jetzt. Jetzt wird er wieder komplett leer. Die anderen wissen aber nicht, die gerade eingestiegen sind, was ich gerade mit dem Bus gemacht habe. Also, pff, egal. Machen wir weiter. Und wieder einsteigen? Ja, oder? Ich hatte schon was gedacht. Aber nein. Besser ist es auch für die. Aber hier links muss ich fahren. Hä? Was ist denn das jetzt? Also, was jetzt gerade los ist, das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Wirklich. Spitzenmäßig. Was war denn das jetzt schon wieder? Also ich merke hier, diese Simulator ist nicht so was für mich. Oder eher gesagt, mag der mich nicht. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ich bin einfach nur hier drauf gefahren, auf einmal. Muss ich jetzt hoffentlich nicht verstehen. Aber. Ja, komm, was ist das denn jetzt schon wieder hier für ein Scheiß? Also, das ist jetzt natürlich gut, ne? Ja klar, wenn man gegen ein Schild fährt, geht natürlich die ganze Elektronik aus. Natürlich klar. Ist ja natürlich normal. Bei wem ist das nicht so? So, fahren wir halt jetzt nochmal hier lang. Was das jetzt auch immer war. Ich weiß das nicht. Haltewunsch, ja, ja, Mensch. Was ist mit dem Map schon wieder los, ey? Nächste Haltestelle. Elemental, ey. Unglaublich. Nächste Haltestelle. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder, wenn wir dann diese Tour hier zu Ende fahren werden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.